Hallo Leute und willkommen zurück zu den Dragon Box Universe. Xenoverse. Parallel Quest Tutorials. Die heutige Episode geht um Nummer 13. Ich hasse diese Quest, aber ich weiß, wie sie funktioniert. Da steht jetzt nur unter 5 Minuten schaffen und besiege Freezer und wiederbelebte Gegner. Da steht nicht, dass man das alleine machen muss. Das ist kein Scherz, man muss diese Mission alleine machen. Aber um es mal zu demonstrieren, ich mache die Mission einfach mal mit 3 Leuten. 3 möglichst starken. Ich habe im Gedanken gespielt, Ginyu zu nehmen, aber da bin ich aus dem Weg gekommen. Ups. Ja, ich habe mich gefragt, wen ich ihn nehmen soll. War nicht Son Gohan, oder? Habe ich Son Gohan genommen? Son Gohan ist nicht so gut. Es stimmt, den Son Gohan habe ich genommen, der mit dem Potenzial. Witzigerweise, man kriegt die Fähigkeit Potenzial freigesetzt vom alten Kaioshin und die funktioniert völlig anders als bei Son Gohan hier. Ich nehme auch Bills mit, so als kleine Verstärkung. Ich meine, gute Zerstörung soll ja schon was bringen. Man kämpft hier gegen Krillin, Piccolo und Vegeta. Die Reihenfolge, wie man sie erledigen muss, ist gar nicht mal festgelegt. Hauptsache sind alle tot. Es gibt ja nur halt das eine Problem, dass man das Ganze alleine schaffen muss. Ich meine, hat man Piccolo oder Krillin so zur Hälfte runtergedonnert, dann taucht auch Vegeta auf. Ja, Vegeta, du bist mal immer ein großes Großmaul, aber es ist scheißegal. Jetzt muss ich viel lernen, weil die Transformation weg ist. Man kann mir den trotzdem noch angreifen, man kann nur nicht abwehren. Oh, Bild hat den Spruch, wie geht's und wie geht er nicht mehr geantwortet. Ich lasse diese Quest mal zu Ende laufen. Denn es steht fest, man muss hier alleine kämpfen, damit man durchkommt. Das Problem ist, wenn man alleine kämpfen muss, muss man auch verdammt stark sein oder einen guten Charakter genommen haben. Also habt ihr es gesehen, das war unter 5 Minuten und ich habe alle 3 besiegt. Hat trotzdem nichts gebracht. So, jetzt mal alleine mit nur meinem Namekianer, der zugegebenermaßen nicht die meiste Ausdauer hat und deswegen vielleicht ein Nachteil ist. Aber er hat eine sehr gute Ausweichung mit der Key bekommt, also was soll's.
Aber hier offenbart das Spiel seine sehr große Schwäche. Der Kampf gegen mehrere kann oft verdammt unfair sein. Nee, wird der Gadget 3, wo jeder nacheinander rankommt? Nein. Alle auf einmal! Aber wirklich alle auf einmal. Gut, ich habe die Supernova von Freezer mal draufgetan, weil das Ding einfach mordsmäßigen Schaden austeilt. Wenn sie denn mal gescheit treffen würde, wenn alle natürlich abfern, geht das nicht. Die halten so viel aus. Mit anderen Worten, mein Namekaner ist so schwach und gibt nur mal ständig seinen Super Explosionsschaden. Ich will aber erstmal Piccolo los werden, auch wenn die anderen nur nerven. Ja, Kaioshin, der lobt mich dafür. Er war verdammt hart. Gut, Laser und Mega, das haut schön weg und auch schön langsam vor allen Dingen. Natürlich wehrt er ab. Dagegen habe ich einen Griff. Wichser. Frisst die Supernova, wenn du mich nicht rausprügelst. Ja, genau, das hat er getan. Das Problem ist, ich versuche manchmal Gegner zu greifen, obwohl ich die Ausdauer nicht mehr habe. Obwohl meine Ausdauer ziemlich im Eimer ist. Und plötzlich habe ich sie alle alleine besiegt, in derselben Zeit wie mit Gruppe und... Da ist er. Naja, Freezer alleine wäre jetzt nicht das Problem, aber die anderen kommen auch alle wieder außer Krillin. Ja, und auch ganz das Wasser zu kämpfen ist ein bisschen doof. Ist immer ein bisschen doof. Na egal, frisst deine eigene Supernova. Ich weiß ja nicht, ob ich dich im Team haben will, aber gut, räumen wir auf. Das ist Piccolo, wie er eigentlich nicht ist. Das heißt, ich habe diese drei super starken Typen vor mir und ich muss sie loswerden. Und das Problem ist, das sehr große Problem ist, dass Freezer seinen Todesmeteor hat, der verfolgt. Und Piccolo und Vegeta wechseln sich immer wieder daran ab, einem in die Fresse zu hauen. Man hat kaum eine Chance, mal Fuß zu fassen. Ich sage, man hat schnelle Techniken. Freezer ist erledigt. Jetzt habe ich ein weniger vor der Nase. Aber ich muss an dem Punkt doch einen Kampf nehmen. Ah, yeah. Das nervt. Hoffentlich prügeln sie mir nicht die Ausdauer weg. So gerade noch tun sie es nicht. Oder dann doch. Ja. Ich hasse es, wenn die alle blocken. Warte, zieh das nur in die Länge. Mir geht am Piccolo so aus ziemlich weg auf. Ich kann mich gar nicht entscheiden. Ja. Der andere trifft irgendwie beide. Das ist cool. Liegt aber auch nur am Rumgewirr. Dankeschön fürs Aus dem Weg hauen. Die Attacke von Vegeta hat wahrscheinlich doch mehr Schaden gemacht als seine Schläge.
Aber ich sag gar nichts. Computerspiele sind so doof und ich lasse mal so doof bleiben. Da habt ihr es. Hier ist nach der Reihe eine reinhauen, das macht eine riesen Combo. Das geht einem richtig auf die Nerven, wenn man alleine kämpft. Man muss diese Quest alleine machen. Ich rate euch nicht dazu, es sei denn, ihr seid überlevelt. Boah, ich hab diese Quest gehasst.